Herzlich willkommen, liebe Leute, zum neuen Video auf unserem YouTube-Kanal Alpine Momente. Diesmal wieder in Co-Produktion und Kooperation mit Lindy aus 5505 Mühlbach vom Alpin-Team Austria. Grüß euch, hey? Freut mich, dass ihr wieder da seid. Heute geht's voll gewaltig durchs Pulver vom Hochkönig, durch das Felspulver auf einen ganz besonderen Berg auf für Normalweg auf die Torsäule. Diesmal rede ich mit euch. Vor einem Jahr wolltet ihr das Video schon sehen. Jetzt dann machen wir es. Und es ist richtig cool, weil der Berg ist auf keiner Seite einfach zu erklimmen, zu besteigen. Aber er hat eine Schwachstelle und diese Schwachstelle ist der Normalweg. Ansonsten pfeift es überall, 60 Grad steil die Wände runter und den Normalweg zeigen wir euch. Viel Spaß, kommt mit bei der Tour. Viel Spaß. Okay. Aufstieg zur Mitterförderung kennt ihr von zig Hochkönig-Videos von mir. Kommt nur eine kurze Sequenz vorhin. Wir sind jetzt bei der Mitterförderung vorbei. Und jetzt geht es auch zuerst den Normalweg ins Ochsenkorfiere. Ja, Franz, grüß dich! Servus, Franz! Gewaltig, was, Franz? Gewaltig! So, jetzt sind wir 46 Minuten unterwegs. Die Tour, glaube ich, kann heute ein bisschen länger werden. Es war jetzt vier Personen, haben wir jetzt getroffen, die was in Franz kennen. Wenn man das jetzt so weitergeht, der Schnitt, dann braucht man, glaube ich, irgendwo eine Bivakierungsmöglichkeit, weil sonst geht sich heute nichts mehr aus. Franz, ja. Dir geht es öfter so, oder? Ja, das ist aber schon, das freut mich gewaltig, dass wir so viele Leute kennen. Und in dem Sinn auch gleich noch ein Aufruf in Zukunft: immer sagen, fragen, ob ich eh der bin. Ich rede gern mit euch. Also, auch wenn der Lindy hört es gerade irgendwo da herfilmt. Ach so? Ja, danke. Also, das könnt ihr mir gerne anreden, ich bin sehr gesprächsbereit. Und es freut mich. Genau. Also, einfach sagen. Gewaltig, da ist der Franz, den kennen wir. Gewaltig. Da hinten kommen wir jetzt her, alles ist umgegangen. Es ist heute drückend heiß, gell, Linde? Brutal einfach. Und da vorne geht es jetzt Richtung Torsäule. Pulver! 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 Oh, ist das cool! Okay. Pulver! Bis zur Nosen! Gewaltig! Herr mit dem Pulver! Wir sind da jetzt im Ochsenkorb bei so einem markanten Felsen. Da rechts auf für 16 Torsäule und links geht es weiter zum Hochkönig. Für uns geht es da jetzt die Schoderrinne auf und dann nach rechts raus. Servus! Schon da, wenn da lassen. Ja.
werden wir so eine Schoderin rauf. Seht, der Weg ist gut markiert. Für Hobbits haben wir jetzt da auch ein paar Schwammandel aufgestellt. Das ist die Front. Hey, Linde, was tust du da? Ich hab mir gedacht, ich gehe einmal rauf. Dann will ich mal sehen, wie schön das im Übrigen unten ist. Geht es jetzt für uns? Genau da rauf, durch den Kamin durch.
Gletschergams. Franziska ist ihr Name. Also man kann da links raufgehen, das ist ein bisschen kompakter. Und der Linde geht durch den Kamin. Schaut, ob da irgendwie eingekratzt hat. Mein Schweiß ist es nicht. Ein wilder Hund, der Linde. Gewaltig, was? Gewaltig. Gewaltig. Der kommt da her mit seinen Stecken. Ja. Mit seinen Dackelstecken. Warte. Mit dem linken Stock. Okay. So ein bisschen vorher quert man nachher eben nach rechts raus. Bis gut benannt! Mühlbach. Hochkönig! Genau, und wenn du irgendwo auf einen Café geht, sagst du, es kommst vom Linde und von Franz von Alpine Momente. Vielleicht kriegen wir mal einen Kaffee, gell? Einen habe ich schon gekriegt. Danke an diejenigen, die was das letztens für die Richtigen gesagt haben. Richtig geil, hat mich gescheit gefreut. Damen für euch. Voll cool, hat mich gefreut, dass ich euch kennengelernt habe. Franz, ich hab einen Ohrwurm. Und da oben ist er schon. Ja. Also haben wir geredet haben drüber. Da bläst es kalt raus. Da gehen sie rein. Das ist die Hochkönig-Klimaanlage. Traumhaft, sag ich nur. Was da der Hochkönig alles bietet, das hast du nicht einmal in einem Maserati. Ist ja unglaublich. Pulver! Habe ich da Pulver gehört?
bis zur Nase. Hoch, hoch, hoch. Ufer. Ufer! Der Waldtigfest, Ufer. Ach, Wahnsinn. Oh, Wahnsinn. Wo sind die Ski? Hätten wir schon einen Schwung setzen können. Einer war gegangen. Die hätte ich schon freiwillig geschleppt. Und dann geht es relativ schnell, dass man rum ist. Weil es einfach nur bergauf geht, aber du legst keine Distanzen mehr zurück. Wenn man sich jetzt anschaut. Da oben ist der Pulverbrand. Und da ist das Gipfelkreuz von der Torsäule. Ja, der Kerl von der Torsäule, liebe Leute, das ist halt einfach wirklich ein Mörder, gewaltig genialer Gipfel. 2588 Meter. Es zirkt mittlerweile zu, so wie es eh vorausgemeldet gewesen ist, darum halten wir uns auch gar nicht lange auf. Aber ihr bleibt jetzt da kurz dabei. Im Abstieg gibt es noch richtig geniale Aufnahmen. Ich werde schauen, dass ich die Drohne noch einmal starte und ganz unten gibt es dann wie immer Resümee. In dem Sinn, bis gleich. Bis gleich. Thank you.
Jetzt haben wir genau die Situation, auf die ich bei zahlreichen Hochkönig-Videos schon hingewiesen habe, dass es so schnell oft umschlagen kann. Aktuell wird es oben auf der übergossenen Alm sicher noch ärger sein wie da unten. Drum, Leute, plant die Tour ganz gescheit, wenn ihr da aufgehen wollt. Lasst euch auf kein Spiel ein. Wir haben bewusst die Gipfelpause kürzer gehalten, weil wir gesagt haben, wir wollen herunten sein, bevor es Wetter kommt. Und wenn wir da unten sind, sind wir auch so safe, dass gar nichts mehr passieren kann. Ja, wir sind jetzt dann gleich wieder retour beim Parkplatz vom Arthurhaus. Insgesamt hat die Tour ca. 12 Kilometer und 1100 Höhenmeter. Klettern bis zum zweiten Schwierigkeitsgrad. Lindi, mach du ein Resümee. Ein Resümee? Jawohl, ein Fazit. Ein Fazit. Bei einer brutalen Hitze weggegangen, dass ich mir fast gedacht hätte, ich gehe eh da rauf. Dann jetzt im Regen retour, da sieht man wieder mal, dass der Hochkönig eben zwei Gesichter hat. Dann haben wir die brütende Hitze und da hebt es auf Daumen, kommt das Wetter. Da kann man noch predigen, seid so gescheit und informiert euch gut vorher. Ansonsten, Zustieg zum Mitterfeldalm ist für jeden erreichbar, auch selbst mit Kinderwagen. Und so, wenn ihr fest antaucht, kommt zum Mugi rauf. Ansonsten, der Weg bis zur Torsäule ist eigentlich ein fescher Wanderweg, kann man sagen. Und ob der Torsäule einfach wird, wird dann schon ein bisschen knackiger das Ganze. Aber es ist schon cool, wenn man mal da oben stehen kann. Und ja, fesche Tour im Großen und Ganzen eigentlich. Hat super passt, würde ich da sagen. Genau. Sicherheitshinweis, ein bisschen brüchig ist und nehmt euch auch, wenn ihr die Tour macht, nicht so wie mir. Nehmt euch einen Helm mit, ist ein bisschen steinschlaggefährlich. Haben wir halt beide keinen dabei gehabt. Nein, genug zum Trinken mitnehmen, wenn man da ist. Also es gibt keine Wassermöglichkeiten ab der Mitterfeldalm. Nein. Nur viel zum Trinken mitnehmen und passt einfach auf, dass ihr das richtige Wetter erwischt. In dem Sinn, wenn ihr Fragen, Kommentare habt, unten eine. Wenn es euch gefallen hat, Daumen rauf. Genau, zack, zack. Wenn es euch nicht gefallen hat, Daumen rauf. Und machen wir keinen Unterschied, nicht? Genau, und Kanal abonnieren. Glocken aktivieren, wenn ihr die nächsten Videos nicht verpassen wollt. Bis zum nächsten Mal. Ja, geil. Bleibt's geil. Sehr geil. Ciao, ciao.